Hallöle und willkommen wieder zurück zu Tekken 7. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Gut, heute kommen die nächsten 6 zu den Charakter-Episoden. Master Raven, Dragon of Power, Panda, Lucky Chloe und Eddie. Wir beginnen mit Master Raven. Als Agentin der Geheimdiensteinheit der UN begab sich Master Raven auf ihre nächste streng geheime Mission. Das King of Iron Fist Terminal zu infiltrieren und das ihr zugewiesene Ziel zu stellen. In dem zugefrorenen Gebiet, das ihr Schlachtfeld sein sollte, stand Master Raven mit verschränkten Armen dem Erzfeind ihres Untergebenen gegenüber, der nichts weiter tat, als die Augen zusammenzukneifen und eine Kampfpose einzunehmen. Kampf beginnen! You're that Russian. Round 1. A dragon off. Hey. KO. Round 2. Fight. Das war easy. This is the guy that gave Raven all that trouble. Sein böser Blick gerade von Dragunov. That imbecile needs to be retrained. Ich weiß halt nicht ganz genau, was sie meint mit dieser Typ braucht eine Umschulung. Muss ich das jetzt kapieren oder? Keine Ahnung, ich guck's mir aber nochmal her und versuch's zu verstehen. Sergei Dragunov nahm auf dem Befehl der Armee am King of Iron Fist Terminal teil. In der Arena seines ersten Kampfes erschien eine Frau, die jedoch seltsam vertraut wirkte. Schon bald wusste Dragunov, wer sie war und machte sich umgehend bereit für den Kampf. Auch so ein kurzer Text. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Nein! Böse Frau! Nein! Ja, du bist auch eine feige Kuh, Alter. Ich meine, der hat zweimal nacheinander dieselbe Attacke gemacht. Geht doch mit dieser Attacke. Hast du davon? Die Haare, Alter.
Das war mir irgendwie klar. Master Raven! Er hat Master Raven getötet. Aber bei ihm weiß man nie, ob der jetzt ein gut oder böse ist. Oder ob der neutral ist. Gut. Nur noch 4, wow. Das ging aber diesmal schnell. Mit den ersten zwei. No pain, no gain. Mann. Als Paul Phoenix, der Goldjunge des Kampfsportwelt, in den Ring stieg, war die Spannung im Publikum schon fast greifbar. Dann jedoch hörte er den Namen seines Gegners über die Lautsprecher und konnte sich nur noch ungläubig am Kopf kratzen. Es war Kuma. Schon wieder. Allerdings war von Kuma weit und breit nichts zu sehen. Es ging das Gerücht um, der Bär hätte sich aus dem Turnier zurückgezogen. Da kündigte der Sprecher eine Änderung des Kampfplans in der letzten Minute an. Voller Erleichterung erwartet Paul den Auftritt seines menschlichen Gegners, auf den er sich schon lange gefreut hatte. Menschlichen Gegners. Round one. Stimmt, Penner, total ein Mensch. Voll ein Schlag auf die Nase. Geh weg. Erwischt. Was ist die gemein, Alter? Hohohoho. Na, was haben die denn da alles bei sich? Achso, das sind die ganzen Gegenstände, die man ausrüsten kann. Haha, lol. Ja, aber das ist irgendwie auch gemein. Die lassen Paul nicht den Erfolg. Gut, Panda! Panda, Linkshaus Haustür und Leibwächterin. Machte sich Sorgen, da sie Xiao nicht mehr gesehen hatte, seit sie aufgebrochen war, um nach Jin Kazama zu suchen. Sie ging davon aus, dass Xiao beim King of Iron First Tournament kämpfte und begab sich da zur Arena. Also, Panda ging zum Personaleingang und erkundigte sich bei den Wachen nach Xiao, wurde jedoch hastig hineingeführt. Da sie glaubte, Xiao zu treffen, betrat sie einen dunklen Gang und ging auf das Licht vor ihr zu. Leider erwartet sie jedoch nicht ihre Liebste Xiao, sondern ein unbekannter, rüpelhafter Mann mit einer bizarren Frisur. Zornig über das Verhalten des Mannes und die Anwesenheit ihrer Besitzerin kochte Panda blutförmlich über. Ach, die Abwesenheit! Was kann ich sagen? Hä? Anwesenheit? Wo ist Xiao? Lass Penner in Ruhe! Paul! Ich hoffe, es klappt! Ja! Könnt ihr mal Penners Rage Art sehen? Eigentlich funktioniert sowas nicht, aber naja. Einfach ein Mensch als Volleyball zu nehmen. Weg mit dir. K.O.
Oh! Oh, der Ärmste. Und den Armband lässt sie dort einfach? Na, okay, gut. So, Lucky Chloe und Eddie. Nur noch heute dran. Das ging aber heute... Die Charakter-Episoden gehen heute wirklich schnell. Lucky Chloe ist eine Pop-Sensation und das Gesicht der Marke G-Corporation. Als ein geheimnisvoller Mann, die G-Corp, stürmte und eine Wache nach der anderen mit tanzartigen Techniken ausschaltete, stellte sich Lucky Chloe ihm furchtlos entgegen und versperrte ihm den Weg. Sie warf dem Mann ihr typisches Lächeln zu und stellte ihn vor eine Herausforderung. Wenn er gegen sie kämpfen und verlieren würde, müsste er für sie als Hintergrundtänzer arbeiten. Oh, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ob er ihre Bedingungen annehmen würde, machte sie sich bereit für den Kampf. Nein! Ich hätte es verändern können, wieso mache ich das nicht? Hä, ich war doch geduckt. So! Aua! Oh, mach mal, was? Oh, ich hasse es, wenn manchmal die Charaktere nicht das machen, was man denen sagt. Nicht das. Alter Mann. Kopf. Armer Eddie, Alter. Gut. Dann kommen wir heute zum letzten Charakter für die Charakter-Episoden. Eddie Goda begab sich zur G-Corporation, um an Katsuya Mishima Rache für den Mord an seinem Vater zu nehmen. Nachdem er seine Reihe von Wachen ausgeschaltet hatte, stellte sich ihm ein seltsam gekleidetes junges Mädchen entgegen und ging in Pose. An mir kommst du nicht vorbei, alter Mann. Was meinte sie mit alter Mann? Verwirrt und verärgert über ihr Entscheidungswirt und der respektlosen Ton, sich aber durchaus der Gefahr bewusst, die sie darstellte, machte sich Eddie bereit für den Kampf. Não pense que eu vou pegar leve com você. Round 1. Fight. Warte, ich hab sie ja getroffen. Ja, ich versuche auch jeden, also von jedem Charakter den Rage Art zu zeigen. Round 2.
Hä, ich war doch auf dem Boden. Wie kann sie mich dann bitte schön in der Luft treffen? Also, so oben. Oh, Lucky. Nein! Alter, wie dämlich bist du auch? Wieso brauchst du auch hunderte von Jahren, bis du aufstehen kannst? Also aufstehst. Mädchen, du nervst mich. Diz onde está o Kazuya. Hier. Tá brincando comigo? Pega, pega, pi. Droga! Also Eddie kann jemanden echt leid tun. Ja, das waren jetzt wieder die 6 Charakter-Episoden. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugesehen habt und ich hoffe, das hat euch gefallen. Dann sehen wir uns zunächst mal bei diesen 3. Ich bin gespannt, was die beiden... Ey, nein! Nicht spoilern. Was jetzt auch zu spät ist. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!